So, wir haben geplante Ankunftszeit 15:58 UTC. Im Flugplan steht 16:45, also wir kommen auf jeden Fall früher an als geplant. Haben jetzt noch 660 nautische Meilen circa zu fliegen und eine Flugzeit also von jetzt noch circa 1 Stunde 20 Minuten. Dann sind wir in London, Flughafen London Stansted. Genau, fliegen jetzt wahrscheinlich gerade über Austria, über Österreich. Über hier haben wir Italien, mit Lima India ist ja dann Italien. Und da vorne ist unser, haben wir die Reiseflughöhe dann. So, und Gimmicks war, glaube ich, der Wegpunkt, ab dem wir dann von der SID auf die normale Flugstrecke überflogen sind. Ah, und Chrono habe ich ganz vergessen zu drücken. Gut, sind jetzt ein paar Minuten verloren gegangen, aber egal. Und da kommen uns ein paar Flugzeuge entgegen. Mal gucken, vielleicht sehen wir die, ja. Aber besonders hier jetzt so bei der Alpenregion, finde ich, lohnt sich halt jetzt echt. Also wenn es so gebirgig ist, besonders wie hier, guck mal, wie das da aussieht, mit dem ganzen Gebirge und hier. Ich glaube, so schön wäre das halt mir stand. Ich habe es jetzt nicht so einen direkten Vergleich, als ich davor mir nochmal angeschaut hätte, wie es ohne dieses Mesh-Add-on ist. Aber ich denke mal, so schön, wie das jetzt hier mit den ganzen Gebirgsstrukturen so dargestellt ist, ist halt bei den Standard-FSX so Mesh nicht dargestellt. Der ist zwar auch schon ziemlich gut, das Standard-Mesh vom FSX, aber mit so einem Mesh-Add-on oder halt Freeware oder Payware-Mesh-Add-on sieht es natürlich nochmal cooler aus. Also FreeMesh X kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Sofern ihr halt noch nicht irgendwie ein Payware-Mesh-Add-on hat. Mesh-Add-on habt, genau. Oh, Lima Oscar Whisky Sierra, da haben wir Salzburg. Also jetzt fliegen wir hier wirklich genau gerade über die Alpen drüber. Da sollte der Chiemsee sein. Wir sind echt wirklich genau in dieser, was hier von Austria Professional HD Ost abgedeckten Region ist. Da sind wir genauso dran vorbeigeflogen. Aber es sollte ja mittlerweile, glaube ich, auch schon hier für Austria Professional HD West, glaube ich, auch schon verfügbar sein. Also sollte auch schon veröffentlicht worden sein. Mal gucken, vielleicht lege ich mir das auch irgendwann dann mal zu. Muss ich mal gucken. Da in Innsbruck fliegen wir auch ganz knapp so vorbei. Nördlich heute an Innsbruck. Wir sind auch schon ein paar Mal so direkt gerade über Innsbruck geflogen. So, und gleich Flight Level 300 kreuzen wir. Sehr schön, ja. Was ich auch nochmal ansprechen wollte ist, was ich aber schon mal, ich hatte es schon mal vor einiger Zeit angesprochen, ich weiß jetzt aber nicht mehr, bei welchem Flug das war, und zwar, dass es ja hier für das Add-on, für das Add-on Airbus A318, A319 und A320, A321 von Aerosoft hier für dieses Flugzeug-Add-on, gibt es jetzt seit einiger Zeit so ein Cockpit-Texture-Update im Aerosoft-Forum, also in dem Forum, wo ihr auch Liveries und so herbekommt. Gibt es jetzt seit einiger Zeit, ich kann es euch mal unten verlinken, den Forumsbeitrag mache ich mal. Also wenn ihr das Flugzeug-Addon habt, ein Muss auf jeden Fall, müsst ihr euch auf jeden Fall downloaden. Und zwar gibt es da verbesserte Cockpit-Texturen, die ich jetzt auch hier halt installiert habe, das erste Mal, wo wir jetzt hier im FSX fliegen, genau, wo wir halt das hier verwenden, diese besseren Cockpit-Texturen als halt die Standard-Cockpit-Texturen, die bei dem Addon dabei sind. Und übrigens, falls ihr euch das Addon kaufen wollt, schaut mal in der Videobeschreibung. Also das Flugzeug-Addon hier, da habe ich euch auch eine Webseite verlinkt, wo ihr es kaufen könnt. Ja, auf jeden Fall sind das jetzt hier 2K Cockpit-Texturen, die ihr halt hier installieren könnt. Link dazu, wo ihr das herbekommt, ist unten in der Videobeschreibung. Und ich glaube, das wurde auch von jemandem gemacht, der halt auch bei Aerosoft arbeitet. Und es wird halt kostenlos zum Download in dem Aerosoft-Forum da zur Verfügung gestellt und ist auf jeden Fall echt richtig cool. Also an der Stelle dickes, fettes Lob und vielen Dank an den Entwickler hier von diesen verbesserten Cockpit-Texturen, weil es auf jeden Fall eine richtig coole Sache ist. Vielleicht ist es euch jetzt auch schon euch während des Fluges nämlich aufgefallen, dass hier die Cockpit-Texturen deutlich besser aussehen als halt bei Standard. Ihr seht hier schon mal, wenn man hier an die Schrift und so ranzoomt, das wird nicht so schnell, das ist nicht so verpixelt alles so. Davor war es auch nicht wirklich verpixelt, aber man sieht einfach, dass diese ganzen Schriften und Wörter jetzt einfach alles nochmal viel schärfer aussieht. Auch die ganzen Knöpfe hier, die sehen einfach alle nochmal viel schärfer aus, als die standardmäßig hier im Add-on sind. Und was hier auch ziemlich cool ist, diese Knöpfe wurden auch alle ausgetauscht. Und zum Beispiel hier oben sieht man es ganz gut. Da wurde es extra so gemacht, das sieht so aus wie in echt, als ob die halt schon so ein bisschen abgegriffen wären, abgenutzt sind. Ich weiß nicht, wo man es hier noch zum Beispiel sieht. Also alle Knöpfe, die halt irgendwie gedrückt werden können. Dass die halt irgendwie, oder hier, sie sehen ja auch ein bisschen anders aus, dass die irgendwie, oder hier auch schon so, dass sie so ein bisschen abgegriffen, abgenutzt sind. Also auf jeden Fall echt richtig cool. So, jetzt lassen wir hier Österreich links neben uns liegen, fliegen jetzt gerade über Deutschland drüber. Wobei wir da jetzt auch nicht lange wahrscheinlich drüber sind, oder? Wobei, ne, wir fliegen jetzt hier so am Bodensee entlang, erstmal über Deutschland, dann Frankreich hier hoch, Belgien nach London, London Stansted. Also ich kann euch, also wenn ihr das Addon hier habt, dann auf jeden Fall nur diese Cockpit-Texturen empfehlen, müsst ihr auf jeden Fall installieren, ihr seht ja echt, wie cool das hier aussieht von diesen verbesserten Texturen. Also, wenn man hier halt, besonders bei der Schrift sieht man es richtig gut, wenn man hier ranzoomt, wie einfach viel schärfer die ist im Vergleich zu dem Standard bei dem Addon. Also ich finde ja dieses Addon hier von Aerosoft, dieses
Flugzeug-Addon hier echt richtig geil. Also der Airbus, Flugzeuge der Airbus A320-Familie sind ja aber auch eh so mit meine Lieblingsflugzeuge. Ich habe jetzt aber auch nicht das Flugzeug, was so mein Lieblingsflugzeug ist, so eins. Aber so zu meinen Lieblingsflugzeugen zählen auf jeden Fall die Flugzeuge der A320-Familie. Und genau, also diese Cockpit-Texturen, die verbesserten, kann ich euch nur empfehlen. Sieht echt, wie ihr seht, richtig, richtig cool aus. Gibt es kostenlos zum Download im Aerosoft-Forum. Link dazu unten in der Videobeschreibung. So, ja, wir fliegen jetzt hier schön weiter, sind auf Flight Level 380. Ankunftszeit verändert sich jetzt auch nicht mehr groß. So, jetzt drehen wir gleich noch ein bisschen mehr so ab wieder. Und fliegen dann eigentlich jetzt ziemlich geradeaus, so wie es aussieht. Können wir gleich mal 8-fache Simulationsrate machen. Wahrscheinlich gleich ein bisschen rechts, dann drehen wir hier, fliegen wir ziemlich geradeaus so über Frankreich. Hier Belgien, wobei ne, eher so dann. Belgien hier entlang darüber. Bis nach England dann. Genau. So. Ja, und für den heutigen Flug habe ich auch nochmal eine größere Wetteränderung sozusagen geplant. Wollte jetzt, ja, komme ich am besten jetzt direkt mal drauf zu sprechen. Und zwar genau, ne, ja, Wetteränderung. Also wir fliegen ja jetzt erstmal bei historischem realen Wetter gerade, doch keine höhere Simulationsrate, Flugzeug wackelt gerade ein bisschen. Wir fliegen ja gerade bei historischem realen Wetter und ich habe mir überlegt, dass wir heute mal das Wetter für den Anflug mal wieder ein bisschen so machen, dass es nicht so tolles Flugwetter ist und damit der Anflug ja deutlich spektakulärer wird, als wenn halt das Wetter schön ist und so weiter. Da gibt es natürlich auch spannende Anflüge, aber wenn es jetzt kein gefährlicher Flughafen ist irgendwie, ist es schon so mehr, ja, so ein normaler Anflug sozusagen bei schönem Wetter. Aber wenn das Wetter schlecht ist an einem Flughafen, kann natürlich auch so an einem Flughafen, wo so ein Anflug bei schönem Wetter ganz normal ist, ganz entspannter Anflug ist, kann ja bei so einem schlechtem Wetter auch so einem spannenden und gefährlichen Anflug werden. Also kannst du bei einem normalen, an einem normalen Flughafen kann dann auch der, also keinem gefährlichen Flughafen, kann dann der Anflug auch gefährlich und riskant und so spannend halt werden, wenn das Wetter halt nicht so toll ist. Und genau das werden wir heute machen. Und zwar werde ich heute das Wetter über Active Sky Next halt ändern. Da kann man ja auch über Manual das Wetter einstellen. Ich habe mich im Voraus noch ein bisschen immer informiert, wie man das genau macht. Habe es ein bisschen mal ausgetestet. Man kann da sogar, das machen wir jetzt heute nicht, aber man kann da sogar Hagel einstellen. Und ja, ich würde es ja machen, aber das einzige Problem, was ist, das ist einfach so extrem laut, wenn der Hagel auf die Cockpitscheibe hier kommt, dass ich es nicht machen will, weil sonst ist es irgendwie auch vielleicht für euch irgendwann zu unangenehm und dann kann man mich vielleicht auch nicht mehr so gut verstehen. Deswegen machen wir heute einfach nur Heavy Rain, starken Regen, bei dem wir landen. Aber wenn ihr Active Sky Next habt, und dann stellt auf jeden Fall mal über Manual das mit dem starken Hagel ein. Also Hail. Das müsst ihr auf jeden Fall machen. Das ist so krass, wie laut es ist. Aber dieser Sound ist so geil, so richtig realistisch. Wie als ob der Hagel wirklich, thank you very much, hier wirklich auf, auf die Cockpitscheibe und so drauf kommt. Und so bei Hagel anzufliegen ist natürlich auch schon ziemlich gefährlich, wenn dann mal so ein Hagelkorn kann natürlich auch das Flugzeug da schon mal ordentlich beschädigen. Vielleicht habt ihr auch schon mal so Bilder gesehen, was da so Hagelkörner anrichten können. Richtig auch Dellen ins Flugzeug reinschlagen oder Löcher und so. Alles auch nicht so ohne bei Hagel anzufliegen. Und ja, auf jeden Fall machen wir heute nicht das mit dem Hagel, weil es halt einfach zu laut wäre. Aber es ist ganz cool, dass man das halt über Active Sky Next so einstellen kann, finde ich. Uiui, jetzt wackelt er gerade ein bisschen. Und ja, ich werde auf jeden Fall dann halt kurz unterbrechen jetzt gleich, ein paar Minuten. Und dann halt bei Active Sky Next das Wetter halt so umstellen. Ich habe mir dann voraus schon mal was rausgesucht, dass wir heute halt dann bei Crosswind-Bedingungen, starken Turbulenzen, vielen Wolken, starkem Regen, Heavy Rain und so weiter landen. Und damit der Anflug heute auch wieder deutlich spektakulär wird. Auch wenn der Flughafen London Stansted eigentlich sonst so ein ganz normaler Flughafen ist, wo man ganz locker so anfliegen kann bei gutem Wetter. Bei schlechtem Wetter wird dann an der Anflug ja auch ganz schön spektakulär. Besonders bei starkem Seitenwind, wie wir es heute haben werden, Crosswind und so weiter. Also, genau, könnt ihr euch heute auf einen spannenden Anflug sozusagen einstellen. Ist auch schon länger her, seitdem wir das letzte Mal bei Crosswind angeflogen sind. Ich habe jetzt vor der Aufnahme kurz mal 2 Crosswind-Landungen gemacht, aber sonst habe ich auch schon lange keine Crosswind-Landings mehr gemacht. Mal gucken, wie das dann heute wird. Dann da. Ich hoffe mal, dass wir sicher heute ankommen. Aber da kann die Landung ruhig auch mal ein bisschen fester, ein bisschen härterer sein. Hauptsache, man ist sicher, aufgesetzt und ist am Boden bei so schlechtem Wetter. Das ist dann auch eine harte Landung, eigentlich auch eine gute Landung, weil man dann sicher ja angekommen ist. Und genau so sieht es heute aus. Werden wir das Wetter halt dann mal etwas ändern. Heute mal wieder bei etwas schlechterem Wetter anfliegen, weil letzte Zeit sind wir eigentlich immer nur so bei, ja, Top-Flugbedingungen eigentlich angeflogen. Und da werden wir heute das Wetter mal ein bisschen ändern. Und ja, das mit dem Hagel ist halt echt eine richtig krasse Sache. Vielleicht machen wir das irgendwann mal, aber ich fand es jetzt echt ein bisschen laut, wie das halt so ist.
Wenn der auf die Cockpitscheibe hier drauf kommt, der Hagel, ich weiß nicht, ob das halt dann vom Sound ein bisschen zu laut wäre. Müssen wir einfach mal gucken. Ja. Wobei ich würde sagen, dann unterbreche ich hier kurz an der Stelle, ändere das Wetter und dann seht ihr gleich, wenn es hier jetzt in ein paar Sekunden jetzt hier im Video, genau, geht es dann weiter und dann seht ihr, wie das Wetter hier gleich ganz anders aussehen wird. Also dann, bis gleich. So Leute, es kann wieder weitergehen und wie ihr seht, ist das Wetter jetzt nicht mehr so schön, wie es eben noch war. Wir haben jetzt hier eine komplette Wolkendecke unter uns, soweit wir gucken können, überall nur Wolken. Und dann unten in den Wolken, so ab 10.000 Fuß bis zum Boden, haben wir auch moderate Turbulenzen dann zu erwarten. Und dann im Final sozusagen, also wirklich dann relativ nah am Boden, auch nochmal sehr, sehr starke Turbulenzen dann heute. Also wir haben heute jetzt dann ab jetzt hier im Flug nicht mehr so schönes Flugwetter, wie jetzt eben von in der ersten Hälfte vom Flug sozusagen noch. Ich hoffe aber mal, dass wir jetzt noch mit erhöhter Simulationsrate fliegen können, weil ihr seht, wir haben jetzt hier 40 Knoten Wind hier oben. Aber das Flugzeug hält sich hoffentlich jetzt da stabil. Das könnte der einzige Nachteil sein, den wir jetzt hier haben, dass die Luft jetzt hier oben auch so unruhig ist. Weil ich habe einfach auch noch, ich habe so teils gemacht. Also ich habe so ein Preset, so ein voreingestellte Einstellung halt genommen und die halt aber noch ein bisschen abgeändert teilweise. Wobei ich hier die Höhenwinde jetzt hier so nicht so viel geändert habe, sondern nur die Bodenwinde, also bis 3000 Fuß halt, dass wir da Crosswind und so haben. Und zwar habe ich den Winter so angepasst, dass wir heute da jetzt hier im Anflug dann wirklich ans Crosswind-Limit vom Flugzeug rankommen, weil das Flugzeug hat ein Crosswind-Limit von 38 Knoten inklusive Gas, also inklusive Windstöße. Und das ist heute auch der Crosswind, den wir heute am Flughafen London Stansted dann im Approach haben werden. Genau, aber jetzt, dann haben wir, die Wolkenhöhe ist jetzt, glaube ich, irgendwie bei, also irgendwie knapp um die 20.000 Fuß ist die Oberwolkengrenze jetzt hier und dann geht es wirklich bis zum Boden nur noch durch Wolken. Die Unterwolkengrenze ist bei 3.000 Fuß und dann fliegen wir die ganze Zeit durch Wolken und ab 10.000 Fuß haben wir in den Wolken dann auch Turbulenzen, wie gesagt, zu erwarten, moderate. Also da, genau, werden wir heute nochmal ordentlich durchgeschüttelt. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, dass wir halt nicht mit höherer Simulationsrate fliegen können. Und wir haben noch ein Stück zu fliegen bis zum Top of Descent. Vielleicht hätte ich noch einen Moment warten sollen. Ein bisschen zu früh vielleicht jetzt schon eingestellt. Wir können noch mal probieren, mit erhöhter Simulationsrate zu fliegen. Aber ihr habt ja gesehen, er hat eben schon angefangen rumzuwackeln wieder. Wir gucken einfach mal. Ich halte einfach mal hier mich bereit, hier eventuell halt die Simulationsrate niedriger einzustellen. Wobei, der wackelt da schon wieder. Was wir gerade auch mal machen können, ist hier mal so ein Direct-Fliegen. Ich sehe nämlich, wir fliegen ja hier diese Kurve, wie ihr seht. Dass wir hier mal so gerade da durchfliegen. Oh, jetzt haben wir die Frequenz von Luxemburg Tower hier gerade drauf. Gehen wir mal auf eine irgendeine andere Frequenz. So, fliegen wir mal direkt nach... Boop, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, mal so ein Direct irgendwie so im Flug. Guck, dann können wir nämlich direkt schön geradeaus weiterfliegen. Leicht drehen wir ab und dann geht es dann gerade direkt dahin. Ja, ja, vielleicht hätte ich noch einen Moment warten sollen, aber gut. Ja, wie gesagt, so sieht es mit dem Wetter aus. Ja, starker Regen haben wir noch am Boden, also heute nicht allzu tolles Flugwetter dort zu erwarten. Gucken wir einfach mal, wie lange er bei vierfacher Simulationsrate bleiben kann, ohne dass er jetzt viel zu viel rumwackelt. Aber es ist auch schon echt länger her, seitdem wir das letzte Mal mal bei so extremen Flugbedingungen mal, also bei so schlechtem Wetter halt mal angeflogen sind. Das Einzige, was ich jetzt machen könnte, ist jetzt kurz hier die Aufnahmen unterbrechen und mich dann zurückmelden, wenn wir am Top of Descent sind, weil sonst... Ja, wir brauchen jetzt echt noch ein bisschen, bis wir da sind, wenn wir jetzt nur mit zweifacher Simulationsrate fliegen können. Ihr seht, wir haben noch... Der wackelt, fängt nämlich jetzt immer wieder an zu wackeln. Ich kann mal wieder erhöhen auf vierfach, aber dann muss ich wieder runterstellen. So. Ja, wisst ihr was, dann unterbreche ich hier kurz, fliege ein Stück ohne Aufnahme. Und wenn wir dem Top of Descent näher kommen, melde ich mich dann wieder zurück und dann geht's runter in die Wolken, in das schlechte Wetter sozusagen. Also dann, bis gleich.